Ja, jetzt bist du schon drauf eingegangen, wer sozusagen profitiert in diesem Machtblock von Erdogan. Da wäre jetzt meine Frage, welche Machtblöcke gibt es denn? Wie mächtig sind sie jeweils und was ist ihre ökonomische Basis? Und wie wirkt sich auch, noch ergänzend, die ökonomische Dauerkrise im Machtblock von Erdogan, also im Machtblock von Erdogan aus? Genau, wer leidet, wer profitiert? Das hast du gerade schon begonnen. Zunächst mal, der Terminus Machtblock wurde vom materialistischen Staatstheoretiker Nikos Polanzas geprägt. Den Machtblock gibt es nur im Singular. Und dieser Machtblock in seinem Singular beschreibt im Grunde genommen den Komplex aus verschiedenen miteinander konkurrierenden Kapitalfraktionen, verschiedenen Teilen der politischen und bürokratischen Eliten. Aber der Punkt ist der Machtblock an sich ist fraktioniert und zwar entlang politischer und ökonomischer Konfliktlinien. Das heißt, auch unterschiedliche Kapitalfraktionen sind mit unterschiedlichen politischen und bürokratischen Fraktionen im Machtblock unterschiedlich verbunden. Um es jetzt ein bisschen konkreter auf die Türkei zu bringen, müssen wir uns vergegenwärtigen, die mit Abstand wichtigste Fraktion in ökonomischen Termini ist die TÜSİAD, die als großer Verband der wichtigsten Holding-Unternehmen mal eben den größten Teil der Industrieproduktion und des Bruttosozialproduktes in ihren Unternehmen erwirtschaftet, die den allergrößten Teil des Außenhandels abwickeln und die natürlich dann in sich auch nicht homogen sind, sondern da natürlich auch nochmal wieder eine starke Konzentration von Einkommen und Einfluss in den jeweils größten Unternehmen dieses Verbandes vorliegen. Der Punkt ist natürlich der, solche Unternehmen sind dann auch nicht mehr ganz allein auf dem türkischen nationalen Markt beschränkt. Sie interagieren im türkischen Markt im Grunde genommen darüber, dass sie sich natürlich im Ausland auf den internationalen Kapitalmärkten verschulden. Das machen sie natürlich in Fremdwährung. Sie bauen beispielsweise als Montageindustrie auch solche Geräte wie Autos, Elektrogeräte, aber mit geringer Fertigungstiefe. Sie müssen viel importieren, um überhaupt produzieren zu können. Das ist schlecht für den Wechsel. Ein sinkender Lira-Kurs trifft sie natürlich hart, wenn sie Dollar- und Euro-Kredite bedienen müssen, wenn sie ihre Importrechnung in Euro oder Dollar bezahlen. Sie selber sind davon abhängig, dass Investitionen ins Land fließen, dass sie auf den Kapitalmärkten Kredite aufnehmen können, dass es sozusagen vorhersagbare Investitionsbedingungen gibt. Sie stehen daher auch maßgeblich hinter dem EU-Beitrittsprojekt, unterstützen stabile Beziehungen zu EU und USA. Aber Unternehmen, die anders in den globalen Kapitalkreislauf integriert sind sie alle, weil ja auch kleinere und mittlere Unternehmen exportieren. Aber wenn sie zum Beispiel weniger komplexe Produkte importieren, müssen sie sich weniger in Fremdwährung verschulden, sind stärker in Lira verschuldet, sind meinetwegen einigen arabischen Ländern, der Ukraine und Russland stärker aktiv und sind nicht ganz so von ökonomischen engen Beziehungen zu den westlichen Staaten abhängig und nicht ganz so stark eben vom Dollar- und Euro-Kurs abhängig, dann haben die auch eine andere Interessenslage. Die geht dann dahin, dass sie sagen, für uns ist es wichtiger, dass unsere Lira-Schulden leicht zu bedienen sind. Und wenn eben
sozusagen der sinkende Wechselkurs durch inländische Zinserhöhungen repariert werden soll. Denn es ist gegen ihre Interessen. Was wir hier sehen, ist also dieser Konflikt zwischen pro-westlich Richtung EU und weniger westlich ausgerichteten politischen Kräften ist nicht einfach nur ein politischer oder ein kultureller Konflikt, sondern das hat auch was zu tun mit unterschiedlicher Einbindung in die globale politische Ökonomie. Und es ist einfach so, dass die größeren Unternehmen stärker davon profitieren, wenn, naja, die Türkei sich im orthodox-neoliberalen Paradigma verpflichtet und klassische Programme mit dem Internationalen Währungsfonds macht und die kleineren Fraktionen eben hoffen, dass weiterhin eine expansive Geldpolitik gemacht wird, weiterhin die AKP-Regierung große Infrastrukturprojekte am Laufen lässt. Und dieser Konflikt zwischen hoher Lira-Zins versus niedriger Lira-Zins ist damit letztlich auch ein Distributionskonflikt, also ein Konflikt um die Frage, welche Teile der Eliten bekommen wie viel Einkommen aus dem Kapitalverwertungsprozess. Und die türkische Regierung weiß das Problem auch. Deshalb versucht sie jetzt sozusagen die lauwarme Lösung, nämlich zu sagen, wir machen keine IWF-Kredite, kein hartes IWF-Programm, möchten damit nicht den Wechselkurs stabilisieren, aber wir hätten natürlich gerne einen stabileren Wechselkurs und deshalb machen wir einerseits nationalen Sparprogramm und bitten Katar, China, Russland und übermorgen auch Deutschland um Investitionen.